Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Clarence ist jetzt Hauptbrotverdiener und hat sich seinen Aufgaben gestellt von ganz alleine. Ich habe ihm gar nicht gesagt, dass er hier jeden soll. Aber das kommt mir ganz recht eigentlich. Wir werden auch alles einfach mal verkaufen. Ich habe hier... okay, Zwiebel, Karotte. Noch eine gekreuzte Pflanze aufgestellt, weil wir die noch im Inventar hatten und wir hier so eine Pflanzkiste bekommen haben. Oder die habe ich mit rausgeholt, wo wir noch Samen kaufen können. Wir haben zwar alle, oder zumindest Louise und Clarence im Inventar solche Gemüsepäckchen. Aber er hat als Aufgabe von seinem Job bekommen, dass er doch bitte ein paar Samen kaufen soll. Jetzt wollte ich noch kurz gucken, hier gegen Käfer einsprühen musste noch. Und was ist denn mit Gießen? Ich glaube, die brauchen alle nicht, weil es gestern so doll geregnet hat. Aber die hier braucht doch Wasser. So. Und dann würde ich sagen, untersuchen wir mal die Vogelscheuche und lernen den ein bisschen kennen. Beziehungsweise guck mal, was wir uns da für ein Ding angeschafft haben. Was wir da aus den Kürbissen gebastelt haben, jetzt wo Herbst ist. Und wir könnten uns auch mal mit den Bienen verbünden. Und mal schauen, was dabei rumkommt. Das würde ich auch sehr gerne machen. So, jetzt untersuchen wir erstmal. Gucken, was wir da für ein Ding uns... reden erstmal über Vögel. Okay. Also Luis kann meinetwegen dann jetzt auch mal aufhören, Gitarre zu spielen. Der antwortet auch einfach. Wie krass. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, man müsste vielleicht erstmal ganz ein bisschen mit ihm reden. Und... dann irgendwann erwacht er zum Leben, aber dass er wirklich direkt antwortet, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, okay, das war's dann schon. Jetzt geht er zu den Bienen. Da gucken wir vielleicht auch nochmal zu. Okay, also er pirscht sich ganz unauffällig ran. Lernt die erstmal kennen. Da hinten läuft Colleen. Sehr gut. Also damit wir dann auch, wenn es drauf ankommt, eine gute Beziehung zu den Bienen haben. So, Clara ist wieder in ihrem Element. Was hat sie denn eigentlich für eine Charaktereigenschaft, dass sie so... Nein. Dass sie so viel trauert immer. Häuslich? Gut? Vielleicht, weil sie gut ist, oder? Ein bisschen sehr gut. Danke, Mary Grace. Das ist richtig lieb von dir. Wir freuen uns auch schon da drauf. Ich wollte genau eben noch kurz gucken. Hier hinten war irgendein fremder Mann, der den Laubhaufen gemacht hat. Und ich glaube, dass Louise da mal drin spielen möchte. vielleicht könnte Clarence jetzt die Kuhpflanzenbeere nochmal pflanzen. Genau, weil wir brauchen die. Also ich denke mal, jetzt wo er erwachsen ist und täglich dann auch hier was zu tun hat, könnten wir das schaffen, dass er da sich ein bisschen besser drum kümmert, weil das hat ja jetzt eigentlich hier auf dem Grundstück sehr schlecht geklappt. Beziehungsweise sind die auf dem anderen Grundstück auch schon mal gestorben? Ich weiß es nicht. Aber sonst... Hä? Wieso? Oh, weil er mit der geredet hat, ist das peinlich? Ach, Clarence. Okay, wo ist es jetzt? Willst du mich verarschen? Wo hast du jetzt die Kuhpflanzenbeere hingetan? Hä? Haben wir die jetzt noch im Inventar? Nee, cool. Bin ich doof? Wo hat er die denn hingepflanzt? Ach.
Na gut. Dann nicht. Dann müssen wir wohl nochmal angeln gehen. Ist auch nicht so schlimm, wollte ich gerade sagen, weil er ja das Anglerbestreben hat. Dann kriegen wir das auch so irgendwie hin. So, du, hier, nee, ich wollte dir eigentlich was zum Essen geben. Und Clara. Oh, Clara möchte im Laubhaufen spielen. Ich glaube, Clara sollte das auch dringend tun, damit sie nicht mehr so traurig ist. Dann schauen wir ja auch dabei zu. Dann hat sie mal ein bisschen Aufmunterung. Und ich glaube, bei Clara kommt halt auch, klar, erinnert sie sich an die ganzen Toten und so, die sie alle gekannt hat von früher. Und jetzt wird sie ja selber langsam alt und dann wird man ja auch so ein bisschen sentimental. Aber ich glaube, was bei ihr dazu kommt, ist, dass ihre ganzen Kinder halt ausziehen. Wehe, du machst den Laubhaufen jetzt kaputt, in dem ich spielen will. Hör auf! Geh weg! Clara, komm schnell! Hoffentlich macht er den nicht kaputt. Oh, ist sie traurig. Na also. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwie ein bisschen. Nee, sie macht auch das Gleiche, nur. Guck mal, er geht direkt wieder in den Garten und grübelt da über die Pflanzen rum. Sehr cool. Finde ich gut, dass er das von alleine macht. Oh, und das. Ach. Er scheint sich da echt mit zu identifizieren. Das gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass er so der Typ ist. Aber das finde ich sehr gut. Okay, das macht doch Spaß, oder? Komm, Clara. Kannst du mir nicht erzählen. Und warum bist du denn jetzt traurig? Ach, weil sie wieder so asozial ist. Warum bist du immer so asozial eigentlich? Es geht weiter wie gehabt. Ich denke immer, so, jetzt schaffen wir das. Jetzt sind wir nur noch drei Sims im Haushalt. Aber ihr braucht gar nicht die Hoffnung haben, dass das hier irgendwann mal anders wird. Ich glaube, selbst wenn wir nur einen Sims Sim hätten, wäre das die reinste Katastrophe. Okay. Wo auch immer jetzt die kleine Kuhpflanzenbeere hin ist, ich habe keine Ahnung. Wenn wir die jetzt auch nicht gießen, dann werden wir das wahrscheinlich auch nie rausfinden. Ich würde trotzdem gerne mit ihm. Jetzt nochmal angeln gehen. Ich weiß nicht. Pflanze Basilikumstrauch erforscht und ein Notizbuch aktualisiert. Okay. Das ist ja wunderbar. Und Gartenfähigkeit 6. Kann jetzt größeren Bereich jäten. Super. Und ruft er die an? Ist die hier? Ach, guck mal, wir haben Besuch. Das war doch mit Ruthie genauso am Anfang, dass die sich Wunder, nicht so richtig es turned losreißen konnte. Serpanooch. Aber finde ich eigentlich ganz Alchemist, süß, dass sie dann slips immer and wieder nach flow, Hause kommen. Silmaroy. So, genau, Fische fangen. Das wollte ich nämlich mit ihm auch machen. Pomeray. Während Louise bitte. Ah, ich weiß was. Also, Louise könnte sowieso erstmal. Warum ist er denn nass? Ja, erstmal Mary Grace hereinbitten. Und dann hier. Nee, also ich glaube, an diesem Projekt, ganz ehrlich, an diesem Projekt arbeitet sie jetzt schlampig weiter, weil sie wieder von vorne anfangen muss. Da hat die keinen Bock, sich nochmal so doll Mühe zu geben. Clara spielt da mit den jungen Typen. Ich wollte hier, genau, zu dem Fluss. Und hier an der Stelle kann man aber nicht angeln. Denn ernst? Also sieht schon echt schön aus mit dem Herbst, finde ich. Warum kann man denn hier nirgends angeln? Frage ich mich. Das ist doch doof. Hier drüben kann man angeln. Ist relativ weit weg, aber ist okay. Das machen wir mal mit ihm. Und vielleicht kann Luis ja hier auch um Hilfe bitten. Dann, eigentlich müsste er ihr ja hier, genau, guck mal. Das machen wir jetzt. Dann hilft Mary Grace, weil Clarence. Jesus. Weil Clarence ist, ja, ist einfach jetzt anderweitig beschäftigt. So. Was machst du? Ach, okay. Guck mal, dann kannst du doch. Das hat er nämlich jetzt nicht gemacht. Kannst du doch hier auch einfach mal mithelfen trotzdem. Sie ist das halt jetzt noch so gewöhnt. Sie musste das ja lange Zeit alleine machen und sie führt ihn da jetzt erstmal so ein bisschen ein in das ganze Thema.
Und die beiden vervollständigen jetzt ganz schlampig das blöde Projekt, weil ist halt doof. Aber ich glaube, die machen das ganz gut. Ich finde das süß, dass jetzt Mary Grace ihr hilft. Und ich glaube, Mary Grace vermisst uns auch ein bisschen, weil wir nicht mitgekommen sind sofort. Weil wir erstmal mit Clara noch ein bisschen abwarten wollten. Morgen ist auch schon ihr Geburtstag am Montag. Und ich glaube, ja, das ist ein bisschen ärgerlich für Clarence jetzt, weil ausgerechnet er keinen Kuchen bekommen hat. Und wenn wir jetzt sowieso wieder im Grid drin sind, ja, eigentlich wieder einen Kuchen hätte haben können, wir dann einfach nur einen Tag früher das ausschalten könnten, aber hätten können und so weiter. Naja, so, ja, gucken wir mal, ob da was bei rumkommt. Eigentlich sind da ja Fische. Er findet das schön, hier alleine zu sein. Das passt ja auch ganz gut, wenn er das dann als Ausgleich hat, so als Hobby sozusagen. Okay. Das ist doch auch mal gute Neuigkeiten. Huhuhu. So, dann haben wir schon einen Fisch gefangen. Ich frag mich. Also wahrscheinlich haben wir hier schon mal geangelt. Ich frag mich, diese verschiedenen Orte. Ah, genau. Also das heißt, wir brauchen einfach nur verschiedene Angelschilder und nicht. Wir müssen jetzt nicht unbedingt verreisen. Das heißt, wir testen einfach das Angelschild auch nochmal aus. Vielleicht waren wir hier auch schon. Sehen wir dann ja gleich. Hier angelt auch noch jemand. Dann haben wir ja schon drei. Wie süß, dass sie auch von alleine angeln. Naja, doch klar, das hat man, habe ich ja auch schon mal gesehen, aber. Ach, guck mal. Können wir da jetzt mit Gina angeln? Ah! Nee, okay, also nicht. Aber mit Angela, die ist scheinbar auch in der Nähe, dann machen wir das mit Angela, ist mir auch egal. Das zählt jetzt schon als zweites. Also entweder das, was wir jetzt beendet haben, zählt als zweites oder das zählt als zweites, keine Ahnung. Aber egal, dann können wir hier trotzdem nochmal mit Angela zusammen. Also wenn er den nächsten Fisch gefangen hat, dann werde ich ihn dann nochmal mit Angela hinschicken. Und hier, das scheint auch erfolgreich gewesen zu sein. Sehr, sehr gut. Dafür gibt es jetzt als Belohnung, dass wir hier ein bisschen plaudern dürfen. Weil das fehlt der Guten auf jeden Fall. So, die beiden können sich jetzt hier einfach mal ein bisschen unterhalten. Ich würde dir eigentlich vielleicht gerne auch ein Geschenk geben. Okay, so, dann haben wir noch einen Fisch gefangen. Und das heißt, ich schicke ihn dann jetzt weiter, weil vielleicht kommt jetzt auch schon das nächste raus. Was macht Clara? Natürlich. Gerade wieder glücklich geworden. Ups. Egal. Sie soll das einfach jetzt mal machen, wie sie will. Hat sie ja schon immer so gemacht. So. Das ist doch wundervoll. Jetzt ist Luis auch ein bisschen fröhlicher wieder. Was können wir ihr denn noch? Hier. Vielleicht ist das aber auch keine gute Idee, wenn wir ein peinliches Kindheitserlebnis hervorrufen. Ein sehr persönliches Gespräch. Also ich glaube, sie findet das einfach schön, jetzt nochmal mit ihrer großen Schwester. Ja, ich weiß nicht. Einfach nochmal zu wissen, dass sie da ist, obwohl sie. Guys Night in der Bar. Nee. Nee. Ungerne gerade. Ist gerade so nett hier. Okay. Macht er das denn jetzt auch mit Angela? Ja, guck mal an. Da sind die beiden. Wie süß. Also ich finde, Angela hat sich echt als Mustercousine entpuppt. Die ist hier immer in der Nähe. Vielleicht wohnt hier auch irgendjemand, den sie gut findet. Okay, hier sind die Fische ein bisschen zu clever für Clarence. Aber wir haben das nächste Level erreicht. Stimmt das? Warum steht denn da 1 von 4? Waren wir vorher 0 von 4? Oh, 5 Fische aufhängen.
Okay. Gut, aber dann haben wir heute ja schon Oh. mal, das war ja schon mal ein erfolgreicher Tag. Tschüss, Angela, danke fürs mit mir Angeln. Das war nett. Genau. Und ich Das glaube, für ist Luis war das auch ein ganz netter Ja. Tag heute. Ganz schön. Ich würde sie trotzdem jetzt nochmal bitten, Hausaufgaben zu machen, wenn das okay ist. Weil, wie sieht das so aus bei ihr? Eine 3. Genau, also deswegen, sie sollte da jetzt nicht so krass abrutschen. Wir können aber immerhin wieder baden. Und Clarence muss dann aber nochmal Sachen sauber machen und so. Das ist. Reparieren meinte ich, nicht sauber machen, natürlich. So, dann haben wir es so langsam geschafft. Der Tag geht zur Neige und morgen ist Montag. Das heißt, Clarence hat nochmal einen letzten freien Tag und morgen ist Claras Geburtstag. Ich denke, wir hatten aber eigentlich einen ganz erfolgreichen Tag. Wir haben alles, sind alles langsam angegangen. Ja, wo machst du denn Hausaufgaben? Ach hier, im Stehen. Okay. Sie ist natürlich auch noch nicht dran gewöhnt, dass sie jetzt das andere Zimmer hat. Wobei das auch egal ist. Sie kann auch hier ihr Zimmer haben, wenn ihr das besser gefällt. Dann ist das andere halt ein Gästezimmer. Weil das ist ja schließlich immer schon ihr Bett gewesen. Und jetzt hat sie dann noch eine Kommode. Ist mir eigentlich auch wurscht. Genau. Aber dann nach dem Hausaufgaben machen. Ich schicke sie dann einfach trotzdem. Hier, ich lasse sie das nochmal beanspruchen. Und dann schicke ich sie auch schlafen, weil sie morgen halt als Einzige auch raus muss. Trotzdem schicke ich auch Clarence ins Bett, weil alle sind eigentlich relativ müde. Und ja, er macht das ja noch. So, eigentlich ist er der müdeste von allen. Aber ja, naja. So, dann haben wir das so langsam. Und dann ist morgen. Ha, nochmal ein Geburtstag angesagt. Bevor wir dann zu Mary Grace wechseln können. Ja. Was soll ich sagen? Ich finde. Ja, ach so. Dann müssen wir morgen aber uns noch kümmern. Warte, dann kaufen wir die noch kurz. Das soll es ja nicht. Ah, wie wär's mit Knoblauchsamen? Finde ich ganz gut, das haben wir hier noch gar nicht. Wir hatten ja auch schon einmal die Vampire im Haus. Und wer war das denn nochmal? War das auch Clarence, der da angefallen wurde von den Vampiren? Also auf jeden Fall. Ah ne, okay, das sind die Geister. Ich dachte gerade, jetzt klingt es auch direkt schon so gruselig, wo ich drüber rede. Aber ich glaube, das waren die Geister. Genau. Dann. Also sie ist auch nicht zu retten. Ich glaube, sie hat so ein bisschen das Depressionsgen von ihrer Mutter geerbt. Dass sie immer so ein bisschen unsozial ist. Eigentlich müsste doch in der Schule das Sozialbedürfnis auch hochgehen, oder? Das ist auch schade, dass es das nicht mehr gibt, dass man hier, wie bei Sims 3, einstellen kann, was man auf der Arbeit so macht. Oder also ob man hart arbeitet oder ob man, weiß ich nicht, jetzt mit Leuten redet oder Leute kennenlernt oder so. Das, ja, deswegen muss man das jetzt alles so dem Zufall überlassen, quasi. So, aber wenn Clarence wach ist, ich will immer noch. Diese kleine Kuhpflanzenbeere ist einfach. Vielleicht sehe ich die auch nicht. Vielleicht ist die nur unsichtbar. Ich weiß es nicht. Die arme kleine Kuhpflanzenbeere. Die war so süß. Was ist das? Heimisch. Ja, ist doch wunderbar. Bisschen dreckig, ja. So ist das halt. Okay. Dann, ah, guck mal, das können wir Luis ins Inventar geben. Dann hat sie wenigstens ein Ding schon mal gemacht. Das andere machen wir dann heute oder morgen oder so. Ich lasse ihn trotzdem jetzt nochmal was frühstücken auch. Reste ist nicht. Das heißt, wir nehmen eine schnelle Mahlzeit und machen uns.
Wir trinken eine Milch, genau. Wir trinken mal eine Milch, jetzt wo wir keine Kühe mehr haben. Und verkaufen wieder alles. Ansonsten ist hier, glaube ich, gerade nichts zu tun. Wir könnten aber trotzdem noch mal einen Erntewitz erzählen. Ich weiß nicht, was ihn da jetzt so peinlich berührt hat bei der Vogelscheuche. Aber naja, muss er halt durch. So, oh, Clara. Da merkt man, dass sie alt wird. Die Blase ist nicht mehr so stark. Und danach würde ich sagen, sollte sie ein richtiges Frühstück zubereiten, weil wir können endlich wieder richtig kochen. Das ist schon doch ein Vorteil auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder richtiges, richtiges Frühstück zubereiten können. Und genau. Dann das verdorbene Essen ausräumen. Und Luis, ja, muss zur Schule. Der Part ist aber auch schon wieder rum. Luis kann dann schon mal hier hingehen, wenn sie wach ist, damit sie dann sofort aufs Klo gehen kann. Okay, dann. So. Alles klar. Dann. Das geht aber auch schnell bei euch. Geht das? Okay, wunderbar. Dann kann sie sich nochmal. Puh, keine Ahnung, wegen mir den Rest von dem. Nee, den kann sie auch nicht essen. Dann nimmt sie sich auch einfach kurz noch. Keine Ahnung. Gab's nicht mal Haferschleim? Ach, das geht nur in der Mikrowelle. Das ist auch bitter, oder? Dann isst sie ein bisschen Schinken-Käse-Sandwich zum Frühstück. Und eigentlich könnte Luis auch mit dem Patchy reden. Hast du? Der hat schon gearbeitet, tatsächlich. Dann geh doch mal hier draußen pieseln heute. Nee, wenn du sowieso reinläufst, dann kannst du auch oben pinkeln gehen. Ich dachte, wenn du jetzt hier arbeitest, ganz fleißig, dann kannst du. So, ich muss jetzt aber hier Schluss machen. Jetzt bin ich so drin. Eigentlich aufs Klo gehen. So, dann war's es jetzt für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffe ich, wenn Clara sich einen Kuchen backen kann und eine glückliche Geburtstagsfeier haben kann. Sie kann das nämlich nicht verkraften, wenn jemand ihren Geburtstag vergisst, glaube ich, so wie Clarence. Der hat das eben mal weggesteckt, aber ich glaube, Clara wäre dann für immer einfach unglaublich depressiv. Deswegen machen wir hier Schluss für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!